Ach, da steht. Ach so. Da steht die nächste. Alles klar. Da rein. Da rum, nicht da rein. So. Wenn man halt immer festhängt, ist das auch nervig, ne? Ja, so jetzt. Genau, jetzt rechts rein und aufpassen, da steht die nächste Trussi. Trussi. Da. Okay. So, schnell abspeichern. Ja. Jetzt aber rein. Ha, sehr schön. Hat doch geklappt. Warum Och, nö. Fährt er nicht los? Ha. Okay, es scheint auch weiterzugehen. Toll. Aber ohne Waffen ist es so ein bisschen nervig. Was ist denn jetzt los? Arme kleine Rose. Ich warte hinten im Schlafzimmer auf dich. Ich darf speichern, ne? Immerhin. Nein, ich wollte das Dokument lesen. Lass uns verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Ja, ich weiß ja doch nicht, vor wem ich mich verstecken muss, ehrlich gesagt. Ach Gott. Kann ich mich denn irgendwie ducken? Ach, Macht habe ich ja, stimmt. So. Aha. Aha. Rennen die jetzt immer im Kreis oder wie? Bin nicht ganz sicher, was ich jetzt genau wie tun soll. Aha. Sie dürfen mich nicht sehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Kann ich hier lang? Nein. Ich vermute mal, ich muss da lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sowas liebe ich ja, ne? Also nicht so wirklich, aber. Gut, da ist auch eine. Okay, die guckt ab und zu da lang. Kommt sogar hierher. Aber nur bis da. Okay. Da guckt eine hin. Die ist jetzt gerade weg. Gehe ich mal hier rüber. So weit, so gut. Und dann, wo muss ich jetzt hin? Warte mal. Kann ich hier irgendwo vielleicht so eine Knospe? Wo guckt die? Die guckt dahin. Ich weiß halt nicht, ob ich laufen darf. Oder guckt sich hier hin. Ich guck mal eben, wo die lang schaut. Dann kommt sie so zurück. Okay. Und dann guckt sie dahin. Und geht dahin. Dann würde ich in dem Moment vielleicht da hinten mal hingucken, zu der Lampe. Ja. Ich warte jetzt, bis sie noch einmal wiederkommt. Und dann gehe ich mal da hinten hinter. Da scheint eine Treppe zu sein, nach oben. Und
Okay. Gucken wir mal. Ja. Vielleicht war das ja der richtige Weg. Ach, da oben ist die nächste. Oh Gott. Da ist eine Knospe. Alles klar. Warte mal. Okay, die kommt hierher. Da muss ich wahrscheinlich hinter ihr her und dann nach rechts abbiegen. Okay. So. Gut, das haben wir hingekriegt. Und dann? Wohin? Ach, da, ja, wieder zurück. Da wurde... Kann ich hier einfach runterspringen? Kann ich. Okay. Trotzdem bleibe ich mal geduckt. So eine Zwischenspeicherung wäre was Feines, ne? Aber kann ich glaube ich nicht. Ja. Aha. Bin ich nicht dicht genug dran oder was? Wieso geht das nicht? Jetzt. Okay. Okay, abgelenkt haben wir die jetzt. Okay. Kann ich hier durch? Ah, ich kann hier durch. Alles klar. Ich hoffe, ich kann da jetzt einfach dran vorbeikriechen. Kann ich. Gut. Puh. Ja, es ist... Irgendwie ist der Bereich angenehmer als eben. An dem ich sehe, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Ja, wahrscheinlich. Hi. Ein Bild. Hm. Ja, was kann ich denn mal machen? Ach, vielleicht da. Moment. Hab ich fast nicht gesehen, ne? Achso, ich kann mich hier hinter verstecken. Ah, alles klar. Okay. Hab's verstanden. Ja, ich bleib mal lieber geduckt. So, zumindest, wenn die erst einmal abgelenkt sind, kann ich mich anscheinend auch frei bewegen hier. Ach, und der nächste Raum. Schön. Aha. Das scheint ja dicke, dicke Knospe zu sein. Ist nix. Okay, die guckt in die Richtung. Muss ich wohl hier hinter, ne? Muss ich da aufpassen? Wahrscheinlich. Sicher bin ich wieder. Ja, wahrscheinlich nicht. Gut. Okay, so weit, so gut. Die gucken ja nicht hoch, ne? Ah, doch, da oben guckt eine. okay, da kann ich noch nichts machen. Dann gehe ich erstmal runter. Ich muss nur an ihnen vorbei. Nur. Okay. Ja, mal gucken, wann die hier langlatscht. Okay, die geht einfach nur so einen Bogen. Okay, es sind immer zwei. Ne, es sind sogar drei. Gott, oh Gott. Ja. Okay, ich will da gleich durch. Das ist schon richtig. Ich muss nur in den richtigen Moment abwarten, weil gleich kommt hier wieder eine. Ja. So. Ja, dann kommt die. Die geht auch noch vorbei. So, die nächste geht nämlich nicht hier lang. Die geht wieder zurück. Okay. So, das haben wir. Okay, die gucken aber nur nach da, nicht nach... Ach doch, die guckt doch hier hinten. Ja, ne?
Falscher Moment. Nee, geht noch. Okay. Ach ja. So, da muss ich auch vorbei. Vielleicht jetzt. Falsch. Scheiße. Okay. Ja, ist ja gut. Ach so. Ich bin doch gar nicht ganz tot. Habe ich noch... Heilung habe ich nicht. Okay. Also ein Versuch habe ich immer. Okay. Jetzt ist das Problem. Ich bin halb tot. Ich sehe halt nicht viel, weil ich halt... Ja, muss ich jetzt da durch? Boah, das war knapp. Vielleicht versuche ich es noch mit Laufen. Es könnte sein, dass ich da in die Mitte muss, aber ich bin mir nicht sicher. Kann ich von hier aus? Ne, von hier aus kann ich keine Knospe... Oh! Heilt sie sich gerade? Nur ein bisschen. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich muss mal abwarten. Also, vielleicht muss ich da in die Mitte. So nicht. Also, ich kann ruhig mich schnell bewegen. Das ist wirklich das Problem. Ah, hi. So, was genau geht jetzt kaputt? Ach, da habe ich ja was zum Ablenken hingepackt. Okay. Jetzt ist die Frage, die sind alle abgelenkt. Das kann ich wahrscheinlich hoch und die eine ist auch nicht mehr da. Ach so. Wie komme ich wieder hoch? Oder kommt der von hier aus ran? Nee. Von hier aus? Ich kann von hier aus da ran, ne? Ja. Und jetzt? Ah! Okay, da lang. Alles klar. Eine Schreibmaschine wäre jetzt schön. Gott, da ist schon wieder irgendwas los. Ich höre auch schon wieder was. Da ist doch irgendwas. Okay. Ein etwas größeres Püppchen. Gehen wir mal hier lang, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich lieber rennen sollte. Ach, die Kleinen auch. Oh, wie nervig. Du guckst nicht hierher, ne? Nee, tust du nicht. Die guckt permanent dahin? Anscheinend. Okay, das ist ja doof. Ich muss ihr schon irgendwie hinterher. Da sind die. Kann ich hier in die Ecke? Okay, das war jetzt nicht so clever. Ja. Aber wie komme ich denn an der vorbei? Ich warte mal eben kurz, bis ich mich wieder ein bisschen regeneriert habe. Gleich werde ich ja wieder grün. Dann versuche ich einfach ganz dicht an der vorbeizuschleichen. Die guckt ja nur nach hinten. Ich bin ja gleich wieder gesund. So halbwegs. So jetzt. Geht das? Ich
Nein, das geht nicht. Ja gut, aber wenn ich mich immer einmal treffen lassen kann, dann geht's ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das hätte machen sollen. Okay, ich bin zumindest durch die Tür durch. Ich kann da schon mal ein bisschen weiter schleichen. Oh Gott, da hinten ist schon wieder der Nächste. Ich muss da echt ein bisschen aufpassen jetzt. Aber wenn die mich jetzt nochmal treffen, dann bin ich am Arsch. So, die geht dahin, guckt an die Wand, dann guckt sie dahin, dann geht sie dahin. Okay, der sollte ich einfach hinterher schleichen, denke ich, weil die geht ja immer im Kreis. Gut, dann laufe ich der einfach hinterher gleich. Dann laufen wir der mal hinterher. Das ist dann halb so wild. Was? Wieso hast du mich gefunden? Ich darf anscheinend nicht so dicht dran. Okay, dann ja. Weil solange man immer einen durchhält, geht's ja. Da muss ich halt immer leider kurz warten. Das ist ein bisschen anstrengend für euch. Aber ich warte halt, bis ich da wieder einmal getroffen werden kann. Weil ich denke mal, wenn ich in diesem Zustand nochmal getroffen werde, bin ich wahrscheinlich tot. Das will ich nicht. Deswegen warte ich eben kurz ab, bis ich wieder auf Orange bin. Und mich halbwegs bewegen kann. Dann schleichen wir weiter. Ich kann ja schon was erkennen. So, jetzt ist es besser. Dort müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Oh, Salbei. Schlafzimmer, sagt sie. Aha, also sie kommt hier durch, dreht sich um und geht wieder. Gut, dann versuchen wir es mit Laufen. Mutti? Schlecht. Wie mache ich das denn jetzt? Moment. Die kommt da auch raus, während die da steht. Was mache ich denn da? Ah, ich bin zumindest hier. Ach so, warte mal, kann ich denn... Ach, ich bin ja doof. Salbei, natürlich. Kann ich die kleine Puppe mit dem Salbei... Warte mal. Kann ich. Alles klar. Muss gleich nur aufpassen, wie ich das mache, weil Mutti kommt ja da aus der Tür. So. Frage ist, wo geht Mutti lang? Mutti geht da lang. Ach, die... Ach, scheiße. Die steht wieder auf. Das hatte ich nicht auf Pro. Lebe noch. Ich versuche einfach mal unauffällig zur Tür zu latschen. Vielleicht entdeckt sie mich ja gar nicht. Vielleicht bleibt sie auch in dem anderen Raum und kommt gar nicht hinterher. Ich glaube, das war nicht so gewollt, dass ich das jetzt so schaffen soll. Okay. Puh. Ich bin schon ein wenig... Gehe ich gerade zurück? Nee. Salbei, sehr schön. Den nehmen wir mal gleich. Moment.
Doch, natürlich, ich gehe zurück. Ha, ich gehe zurück. Scheiße. Ja gut, das erklärt, warum ich so leicht entkommen konnte. Ah, okay. Aber kann ich Mutti auch mit dem Salbei? Weil ich habe ja die Knolle habe ich ja geschafft. Ich weiß ja gar nicht, was die Knolle genau gemacht hat, ne? Hat die mir irgendwo einen Weg frei gemacht? Habe ich eine Karte? Bisschen groß, ne? So, danke. Hm. Ja, vielleicht ist da eine Tür hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da ist eine Tür. Also Mutti ist ja in der Küche unterwegs. Vielleicht kann ich ja einfach hier abhauen. Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Oh Gott, ich muss laufen. Aha. Also ich glaube, verstecken ist jetzt nicht mehr. Ich muss hier schnell durch. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Sind wir? Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Party? Ja, hier sind wir nämlich in dem Heim zu Beginn von Resident Evil 8. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren? Erledigt. Wein kaufen und ins Esszimmer stellen? Check. Zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer. Ist versteckt. Aha. Ich möchte mich hier umgucken. Um? Ich gehe nachsehen. Ja, gleich. Erstmal gucken wir uns hier unten um. Erstmal hier unten alles angucken, würde ich sagen. Es ist schön gedeckt, ja. Da ist der Wein. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen.
Diese Stimme. Ist das... Dad? Regina Rosie heißt auch noch hier der Wein. Hier muss ich als Baby oder mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Mhm. Da zum Beispiel. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Miss D and the Pal Boys. Oder Paul Boys. Was haben wir da? Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Das ist echt süß gemacht gerade. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Voll cool. Gucken, ob wir hier unten noch mehr Sachen finden. Ah, sieh dich in Ruhe um. Ja, mache ich. Vielleicht in der Abstellkammer noch irgendwas versteckt? Also ich hätte das gemacht. Ja. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Okay, hopp. Hm. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. So. Okay. Ich weiß nicht, ob ich unten noch mehr finden kann oder ob das jetzt echt alles oben ist, der Rest. Da ist noch was, guck mal. Ich bin so dankbar, euch beide zu haben. Dad. Mom erwähnt sie gar nicht, ne? Also es fällt schon auf, immer nur Dad. Ist hier noch mehr? Ich würde ja ganz gerne alles finden. Schön, dass es auch mal so einen ruhigen Bereich zwischendurch gibt, oder? Ich finde das richtig toll. Mir gefällt sowas. Aber ich glaube, hier war es das dann tatsächlich jetzt im Wohn. Das habe ich gemacht, ja. Da müssen wir wohl nach oben. Das heißt, ich finde hier im Flur noch was beim Gucken. Aber habe ich eigentlich schon gespeichert? Nee, das machen wir eben schnell. So. Raus können wir auch nicht. Okay, hier ist aber nichts. Ja gut, dann gucken wir gleich nach oben. Da sind wir jetzt ja gewesen. Okay, dann gehen wir hochgucken. Ich hoffe, ich habe hier unten alles entdeckt. So. Ich möchte nicht ins Kinderzimmer, also nicht zuerst, weil ich glaube, dass da wieder der Schluss kommt. Was ist denn hier? Badezimmer. Ist hier irgendwas? Tabletten, Nasenspray. Lippenstift und so ein Gedöns. Oh, nettes Badezimmer, muss ich sagen. Gefällt mir. Die Spieluhr, kann man die? Ja, die kann man. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Ja, ich habe kaum was von der Melodie gehört, ehrlich gesagt, aber gut. Sollen wir mal kurz gucken, was hier so ist? Nicht, dass ich will jetzt nicht aus Versehen schon ins Kinderzimmer. Das sieht schon nach Kinderzimmer aus, ne? Da warte ich mal ab. Erst hier gucken. Moment, da steht er. Ethan, vergiss nicht, dass Rose am 2. 6 Monate alt wird. Ich mache dann richtig guten Kuchen. Also wehe, du isst ihn nicht. Und nur, dass du es weißt. Ich werde ab jetzt zu jedem besonderen Anlass einen Kuchen backen. Bitte schieß viele Fotos für unser Familienalbum. Ich habe Mom schon ewig nicht gesehen. Huh. Ja, der Part ist eigentlich gleich rum. Und ich möchte, bevor wir gleich in den nächsten Bereich starten, auf jeden Fall nochmal eine kleine Dateisicherung machen hier. Eine Datensicherung. Hier ist einfach gar nichts drin. Warum machen sie diesen Abstellraum? Ist nichts zu finden? Auch nicht im Schrank? Ah. Ein Geschenk. Das versteckte Geschenk. Gucken wir uns das zuerst an. Dafür ist sie eigentlich noch zu jung. Aber ich fand ihn süß. Frag mich, wie wir damit gespielt haben. Da ist bestimmt der Affe drin. Da ist bestimmt der Affe drin. Ja, was sich jetzt in Rose Kinderzimmer befindet, glaube ich, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Das wird wohl das Finale dieses kleinen Bereichs hier sein. Aber wir gehen schon mal kurz reingucken. Ich wähle aber noch nicht das Objekt an, weil ich denke, das machen wir dann wirklich
hier geschlafen? Ja, das machen wir im nächsten Part, beim Kinderbettchen. Und auch zwei Sachen sogar hier. Ja, also ich fand es sehr, sehr interessant, den Bereich. War schon cool. Jetzt nicht unbedingt gruselig, es war einfach ein bisschen nervig. Aber es ist ja immer Geschmackssache. Ich freue mich, dass wir gleich einen etwas anderen Bereich wieder, glaube ich, betreten. Und ich mag diesen Bereich hier gerade sehr gerne. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.